Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Vampire the Masquerade. Nein, nein, mit euren Augen ist alles in Ordnung und mit YouTube diesmal auch. Das Video ist unheimlich stark. Ja, das ist unheimlich, ist auf jeden Fall stark vorgespult. Es gab, wie so oft mit Vampire the Masquerade, technische Probleme. Die äußerten sich diesmal aber ein bisschen anders. Ich hatte relativ viel aufgenommen und hat sich herausgestellt, dass die Tonspur zu dieser Episode verschwunden ist. Fantastisch. Das ist genau das, was man hören möchte bei einer der längsten Folgen, die man aufnimmt, dass die Tonspur weg ist. Mit dem Commentary. Ich könnte kotzen. Aber wir sind hier immer noch in der Kanalisation auf der Suche nach diesem blöden Schlüssel. Wir werden ihn auch finden. Ich erzähle hier noch super interessante Dinge, an die ich mich jetzt aber nicht mehr erinnern kann. Von daher kann ich das jetzt auch nicht wiederholen. Das Artefakt funktioniert immer noch nicht. Dieses Chalice. Ich verstehe nicht, warum. Ich weiß nicht, wieso. Es ist im Grunde voll aufgeladen, aber es kommt einfach nichts raus. Ich bin ein bisschen beeindruckt von dem Schwert, dass wir dann hier so gut klarkommen. Ich glaube immer noch, dass das mit dem Hammer leichter wäre, wenn man sich bufft, weil der einfach einen stärkeren Stun an den Gegnern hinterlässt. Und ich laufe hier mit Absicht in jede Sackgasse, einfach um zu gucken, ob da noch irgendetwas liegt, ob ich etwas übersehen habe. Was weiß ich, ich hoffe ja immer noch, irgendwie was Geiles in der Ecke zu finden, womit ich nicht rechne und mich dann total zu freuen. Da ist der Nosferatu, der gekillt wird. Und er ist weg, allerdings hat er seinen Passkey und jetzt sagt er mir, ey, Alter, Inventar ist voll und ich, okay, ich trinke mal eine Blutpackung und dann sagt er immer noch, Inventar ist voll und hä, wie kann das sein? Also muss ich noch ein Buch rausschmeißen, was los ist. Bei der Gelegenheit muss man wirklich mal diese ganzen Autoradios, Uhren und Ringe, das muss mal alles verkauft werden. Was soll man damit? Ja, wir können uns hier zum Glück von Ratten ernähren. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Nicht jede Rasse kann es, die meisten allerdings. Wir hätten aber genug Blutpackungen da, um mühelos damit klarzukommen. Wo wir jetzt rauskommen, ist ein Ort, an dem wir schon waren. Surprise, surprise. Das ist nämlich der Shortcut gewesen, den wir ja schon mal betreten haben. Und ich schaue mich hier sehr ausführlich um. Also ich laufe mehrere Wege ab. Und immer wieder auch im Kreis sozusagen. Also einfach nur, um sicherzustellen, dass ich überall war und mit jedem gesprochen habe. Ich lasse den wichtigen Dialog in einer normalen Geschwindigkeit durchlaufen. Natürlich fehlt das Live-Commentary dabei, was ich mir so alles gedacht habe. Wir finden gleich diese Haupteingangstür und dann... So wie sie aussieht, ist ja mächtig klar, dass es da weitergeht. Und weitergehen will ich jetzt noch nicht. Ich will erstmal wirklich, wirklich sicherstellen, dass ich alles gefunden und mit jedem gesprochen habe. Und hier ist ein ehemaliges Supermodel, das sich wahnsinnig darüber aufregt, dass ein Konkurrenzmodel jetzt auf Platz 1 ist, wo sie vorher war. Denn unser Kollege, mit dem wir gleich noch reden werden, hat sich einen... makabren Scherz erlaubt, indem er sie geturnt hat in einen Vampir und das auch noch in einen Nosferatu, nämlich die hässlichste Scheiße, die man irgendwo finden kann. Deshalb sieht sie auch so aus, als hätte da jemand mit einer Kettensäge über ihr Gesicht gefahren. Mit diesen, weiß nicht, aufgerissenen Backen und ja, keine Ahnung, was sie da für Schuppen hat. Ich verarsche sie die ganze Zeit durchgehend eigentlich. Sage ich nur die gemeinsten Sachen zu ihr, weil sie halt auch echt eine dumme Bitch ist, die mich ständig anmacht. Warum sollte ich also freundlich zu ihr sein, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Kann sich echt mal gehackt legen. Und sie möchte von uns, dass wir eine Zeitschrift finden. Das schaue ich mal, wie wir das irgendwie mal finden und vorbeibringen. Aber erstmal beleidigen wir uns beide gegenseitig ein bisschen. Und ich betrachte sie nochmal so, wenn die Klauen aus ihren Händen kommen und irgendwelche komischen Schuppen. Ich weiß auch nicht, die sieht echt kaputt aus. Ich meine, es gibt noch viel hässlichere Nosferatus, so ist es nicht, aber sie ist schon echt eine ziemliche Hackfresse.
Und hier haben wir den, das Kellerkind der Nosferatus, einen Computer-Nerd, der sich irgendwie darauf aufgeilt, dass er in irgendwelche Systeme eindringen kann. Dem geht dabei irgendwie voll einer ab. Mit dem schnacken wir noch ein bisschen. Ich werde bei dem nie das Gefühl los, dass der aussieht wie ein, ich weiß nicht, Welpe, Hund oder Fledermaus, irgendwas Kleines, Putziges, Pelziges auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl immer bei dem. Also die meisten Nosferatus sehen nicht so aus wie er, finde ich. So, nachdem ich die Alte lange genug beleidigt habe, geht es jetzt auch zurück zu dem Obermufti. Und dann verlangsamen wir auch mal alles und hören mal an, was er zu sagen hat. Smack cracking of my thumbs, something wicked this way comes. I don't remember seeing you on the guest list for the dinner party. We're having a rap party for the misfits, about 40 years late. Cast and crew only, boss. Wir beleidigen uns eigentlich hier nur gegenseitig die ganze Zeit. Maybe I'm in your head. Uh-oh, you might have picked up one of those psychoses so common to new kindred. Ja, er spielt mit uns, er steht unsichtbar hinter uns und, We are talking, but you aren't listening, boss. Ganz klar mögen wir beide uns so überhaupt gar nicht. You're used to getting what you want, aren't you lovely? People just love your charisma, your face. They eat your words up like the rats eat the cheese in the trap. Oh, boss, where do you think you are? Er hasst es natürlich, dass wir wunderschön sind und er nicht. Oh, come on, don't tell me you just stumbled down here. What I need to know is why you're here. I'm over here, boss. Wait, maybe I'm over here. Or maybe I'm behind you with a hatchet in my hand. Or did you ever stop to think that your fear, if given a voice, would sound like this? Ich verstehe ja natürlich, was Sie versuchen hier zu machen, aber ganz ehrlich, so richtig Angst haben kann ich nicht. Nicht, wenn man mittlerweile in Anführungszeichen so stark ist wie wir. Ganz besonders nicht, nachdem wir uns durch den Keller mit diesen ganzen Abnormalitäten geschnitzelt haben. Stick your lovely face in a piranha tank. I want to apply an acid glaze to your sculptured body. I want to throw your pocket mirror under a thresher and watch you fetch it. But I'm no butcher, boss. Are you? Es ist wirklich unglaublich, wie leise die Sprachausgabe ist, aber hier merkt man, dass er uns echt nicht leiden kann und besonders nicht unser gutes Aussehen. Wake up, boss! Who do you think you're dealing with? Why else would LaCroix send you on this snipe hunt? Oh, that's right. I know you work for the Prince. Eigentlich sehe ich mich nicht wirklich als Lakaien für den Prinz an. Because I like the sound of my own voice. It's not every day we get visitors, boss. I needed to hear it from you. You're a long way from home, and neither the Prince nor Isaac nor Nines have any domain down here. Tread carefully. Ja, bla bla. Also, Einschüchterungsversuche wirken auf mich nicht, wenn man das erlebt hat, was wir erlebt haben, um hierher zu kommen. Also, das ist mein Ernsthaft, Alter. I'm trying hard, boss. Are you sure, boss? You don't want my image in your subconscious. It's the stuff nightmares are made of. Und schon wieder. Wie soll mich das einschüchtern? Hat er eben ernsthaft nicht hingeguckt, was ich da gerade alles in Scheiben geschnitten habe? Also, ganz ehrlich, was unser Charakter bis jetzt alles erlebt hat, so ein bisschen verbogene Kauleiste und abgeknickte Ohren. Ja, super. Also, ja. Oh, das werde ich nie mehr aus meinem Unterbewusstsein rauskriegen. So ein hässliches Sackgesicht. Meine Fresse. Also, ja, es funktioniert nicht. In dieser Situation funktioniert es für mich nicht. Es war was anderes in dem Hotel. Oh God, Toreador. You vainglorious narcissistic poser. How I loathe that determination of your kind to belie your true nature with Paris fashions and pomp. You are a dead thing, a creature of the shadows. Start acting like one. Ja, ja, da ist jemand einfach ziemlich angepisst, dass er aussieht wie ein Haufen Scheiße. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
genau. Das Geisterhotel war was anderes. Da waren wir. Miss me, Boss. Oh, you don't get wieder. It, do you? Sit and look pretty. Pretend you never died. Do some finger painting. What a pathetic waste of blood. Ich hab einfach nur Stil, du hässliches Arschloch. In dem Hotel waren wir. Where did it go? That thing seems to get around more than Mae West. Why might I ask, should I give you that information? Weil ich dir sonst den Arsch aufreiße. Die Option habe ich leider nicht. Oh, my hero. Had it not been for that damn Shamisi, you'd still be searching under rocks for us. It was hardly a favor, but I know where your prince's prize is. There's very little that doesn't leak down into this place. Tell me, boss, you ever gone up against a Quajin? Ja, ständig, jeden Tag. Im Hotel, so jetzt will ich das beenden, waren wir ein kleiner, frisch geborener, frisch geschlüpfter Vampir. Wir wussten von nichts, von gar nichts. Wir hatten ein Messer als Waffe. Also. That's a good one, boss. Und Geister gibt's echt, also und die kannst du nicht verletzen. The Quajin are vampires, but not like kindred. Sometimes known as the vampires of the East. But they ain't kin, boss. They're just someone else that, if you ain't being careful, might give you the final death. Ja. Und jetzt stehen wir vor so einem Lochautomaten und er versucht uns wirklich einzuschüchtern. Und ein Lochautomat ist es, weil kannst ihm even for old Gary, there ain't Seite Papier in den Mund schieben und einmal gegen den Kinnhaken hauen und schon hast du ein Loch gefunden. But he hasn't been calling lately, and it's breaking my heart. Ja, eine Hand wischt die andere, so wie es jetzt aussieht. Option 3 ist einfach goldig, ne? Das ist so typisch. Das ist das, was der Spieler denken könnte, ehrlich. Der Spieler selbst, nicht der Charakter. Ich rede schon wieder über seinen Dialog, ich weiß. Me. Best you don't mention my name there, boss. That's the going rate for my info right now. You get our chum back from Chinatown, I'll give you what you need. Was habe ich hier nochmal genommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Am liebsten hätte ich die 3 genommen, so viel ist mir sicher. You've got no bargaining power. I know Prince Pris is breathing down your neck every second you keep him from his prize. Close your mouth, chew on the resentment and open your ears. Ja, auch da bin ich nicht mit einverstanden. The Golden Temple in Chinatown. It's a piss-poor copy of a real place. Looks like it'd be more at home in a theme park. That I saw is where you'll find the leader of the L.A. Quajin. They call her Ming Zhao. Sounds dangerous? No, this ain't a suicide mission, boss. You'll be more of a curiosity than a threat. Talk to Zhao. Ask her where my boy is and get him back. Once he's safe, I'll tell you everything you need to know about the sarcophagus. Machen wir. Wir werden mit Zhao reden. Nochmal, ich fühle mich nicht vom Prinzen in irgendeiner Art und Weise bedroht oder ich empfinde mich nicht als sein Untergebenen. Nur das Rollenspiel bietet uns nicht immer die Möglichkeit, das so zu klarzustellen. It's like the eye of the hurricane right now. Don't make those winds blow, boss. Mhm. Wann sind denn deine Dialoge endlich erschöpft, Mann? Du nervst. Of course. What kind of a monster do you take me for? There is a method to my madness, boss. There's a payphone in Chinatown. I'll call you with the info once Barabbas is safe. Until then, you'll never know where I am. Mhm. Oh boy, ich bin so eingeschüchtert. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ganz ehrlich. So, jetzt machen wir hier erstmal die Biege. Der Ort nervt. Ich habe ein bisschen was weggeschnitten. Im Originalen war ich noch ein bisschen unterwegs in dem Versteck, in dem Schlupf. Und habe nach ja, versteckten Gegenständen Beute und Loot gesucht einfach. Aber das habe ich jetzt einfach mal alles weggeschnitten. Wir sehen zu, dass wir hier rauskommen aus diesem Drecksloch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir kommen raus auf den Friedhof. Surprise, surprise. Die Frage nur, aus welchem Mausoleum kamen wir. Und natürlich musste die Leiter mal wieder rumzicken. Ach, so ein Ärger.
So. Ich hatte irgendwie mit einem Angriff gerechnet auf dem Friedhof, aber ich weiß nicht, aus welcher komischen Gedächtnislücke der sich irgendwie angebahnt hatte. Und the prince wants his sarcophagus now. Ja, uninteressant. Wir gehen nochmal ganz kurz ins Lokal hier und müssen leider feststellen, dass Vivi nicht da sein wird. Mir fiel ein, dass Vivi durchaus mit für uns einen Tanz aufführen kann und auch mit uns schläft. Aber ich glaube, es funktionierte unter bestimmten Bedingungen. Ich weiß nicht, ob ich sie verärgert habe, weil ich sie auf ihre menschliche Vergangenheit angesprochen habe, oder ob es daran liegt, weil wir weiblich sind. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Es steht auch übrigens jedem frei, über Vivi zu denken, was man will. Dass sie mit uns rumspielt, uns benutzt oder manipuliert. Ich persönlich bin der Meinung, dass sie es ernst meint. Also sie möchte wirklich nicht Menschen tot sehen, sie möchte wirklich nicht Vampire tot sehen und dass sie sich wirklich, wirklich in uns verliebt hat, dass wir es irgendwie geschafft haben, in ihr totes, aber doch leidenschaftliches Herz einzudringen. Ja, da wurde ich ein bisschen abgelenkt. Passiert. Auf den Toiletten scheint sie auch nicht zu sein. Ja. Ich hätte gedacht, dass in so einem Lokal auf Toiletten vielleicht irgendwas anderes abgeht. Aber naja, was soll man machen? Es hätte ja sein können. Ich meine, es ist Vampire the Masquerade. Hier ist alles möglich. Aber tatsächlich waren die Toiletten noch der sauberste Platz. So wie die geglänzt haben. In der nächsten Episode geht's, surprise, surprise, natürlich nach Chinatown. In den Goldenen Tempel. Wo wir die chinesischen Vampire treffen werden. Die in der chinesischen Kultur eben ganz anders sind als die europäischen Vampire. Und bis dahin, meine Freunde, wünsche ich euch allen noch einen richtig schönen Tag. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und dann gibt's wieder Live-Commentary. Ciao, ciao. Thank you.